Hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal spielen wir Game Dev Tycoon. Game Dev Tycoon wurde von einer kleinen Firma gemacht. Die nennt sich Greenheart Games. So, wir sind jetzt aber erstmal angehalten, uns einen Firmennamen auszusuchen. Also nennen wir uns passend zum Kanal Broken Glasses Games. Und den Spielernamen nehmen wir Sadiak. So, hier können wir noch ein bisschen unseren Style ändern. Was nehmen wir? Nehmen wir den und noch einen schicken Pullover. Das sieht doch toll aus. Ja, Hinweise aktivieren. So, Speicherstand ausgewählt und jetzt. Fangen wir an. Ja, nehmen wir mal Rennsport. Das Genre. Nehmen wir Simulation. Nein. Wir machen einen Action Racer und die Plattform, dann nehmen wir den G64. So, das nennen wir Sonntagsfahrer. So, ja, wir nehmen mal 2D-Grafik und jetzt geht's los. Okay. Wir kümmern uns noch nicht um die Entwicklungsphase, sondern ich zeige euch hier oben mal, da habt ihr die Bugs, da sind Punkte fürs Design, Punkte für Technologie und Forschungspunkte. Am wichtigsten sind natürlich die beiden hier auch, aber auch die Forschungspunkte. Mit den Forschungspunkten könnt ihr dann ganz einfach neue Sachen erforschen, neue Themen erforschen. Ich werde euch das beim nächsten Spiel kurz nochmal demonstrieren. Ihr wundert euch, warum hier schon 2 Plus stehen. Ja, ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt, um mich halt auch ein bisschen vorzubereiten aufs Let's Play. Und es ist so, dass ihr dann so Marketingstrategien erforschen könnt. Und dann könnt ihr die Spiele, die ihr veröffentlicht habt, praktisch so einen Bericht da wählt ihr dann einen Mitarbeiter aus, der macht dann einen Bericht darüber und der sagt dann unter anderem, was von diesen Einstellungen hier wichtig ist. So, ich puzzle immer rum und orientiere mich immer so an den richtigen Spielen. Also Stories und Quests sind jetzt beim Action Racer nicht ganz so wichtig. Engine, denke ich, und halt vor allem das Gameplay. Das machen wir mal weiter. Da seht ihr die Punkte aufpoppen. Und ja, es kommen halt Bugs dazu, wie es halt so im richtigen Leben halt so ist. Künstliche Intelligenz mal ein bisschen höher, Dialoge ein bisschen runter. So. Und die Punkte hier oben bestimmen letztendlich, wie gut euer Spiel ist. So, okay. Spielweltdesign, aber Grafik und Sound sind wichtig. So, jetzt könnte ich das Spiel fertigstellen, aber es sind noch Bugs vorhanden, der jetzt abgearbeitet hat. Und ich glaube, jetzt können wir fertig machen. Das da ist man übrigens selbst. So, hier bekommt ihr dann Punkte für die einzelnen Level. Da könnt ihr euch dann auch steigern. So, und jetzt, nachdem ihr euch die Punkte da oben angeguckt habt und hier, könnt ihr euch dann entscheiden, verwerfe ich das Spiel oder veröffentliche ich es? Ich veröffentliche es in diesem Fall. So, jetzt kommt das Spannendste, und zwar die Spielbewertung.
Was sagen die Game-Zeitschriften? Zeigt Potenzial, sagt Games, sagt Star Games. Der Schwerpunkt auf Grafik tat dem Spiel sehr gut, informt Gamer. Actionspiele funktionieren gut auf dem G64 Game Hero. So, und Allgames sagt, erfüllt die Erwartungen nicht ganz. Na, ja, das ist wunderbar. Jetzt seht ihr hier oben so die Verkaufseinheiten. Wie viele Einheiten? Das ist immer im Tausenderbereich. Na, ja, das ist doch mal schön. Sonntagsfahrer wurden in der ersten Woche 4.481 Stück verkauft. Wir haben es in den Charts auf Platz 78 geschafft. Ja, das könnt ihr da auch sehen. 4.500 Einheiten, Rang 78. 31.400 Umsatz. Da oben ist das Geld, da wie viele Fans man hat. Da stehen, wie viele Jahre man schon spielt, wie viele Monate und wie viele Wochen. Also das heißt, wir haben jetzt 4 Monate und 2 Wochen gespielt und befinden uns noch im Jahr 1. Wunderbar. Ja, jetzt heißt es aber nicht ausruhen, sondern, ihr habt hier Spielhistorie, Spielbericht erstellen. Das mache ich jetzt einfach mal. Wähle. Und dann seht ihr, da kriegt ihr dann auch noch ein paar Forschungspunkte dazu. Forschungspunkte kann man nie genug haben. Am Anfang denkt man, ach Gott, was soll ich damit? Ja, und wir haben jetzt schon über 10.000. Im Moment sind es 11.300, also 11.300 Einheiten verkauft. So, und jetzt ist die Analyse. Okay, und da sieht das. Zeigt euch auch an, welche Kombination, also in diesem Fall Rennsport und Action, gute Kombinationen sind. Es gibt auch weniger gute Kombinationen. So, ich glaube, Wirtschaft und Action ist nicht so ganz okay. Aber jetzt zeige ich euch schnell noch die Forschung. Hier habt ihr im Moment oder beziehungsweise am Anfang noch sehr wenig. Ihr seht hier ein neues Thema und dann kann man halt immer... Das kann man hier alles freischalten, wo es Fragezeichen ist. Es ist einiges. Da machen wir jetzt mal postapokalyptisch und lassen das erforschen. Und dann können wir vielleicht danach noch was anderes erforschen. Man muss natürlich nicht alles erforschen. Das ist klar. So, noch ein... Also ich müsste jetzt hier nicht Fantasy, ich könnte auch gleich Schule machen oder Jagd oder Regierung. Das ist egal. Ja, 14.048 Einheiten wurden verkauft und wir haben 98.358, weiß nicht, ich gehe mal von Euro aus, Umsatz erzielt. Das ist doch was. So, jetzt sind wir natürlich ein bisschen in Verzug. Ihr seht, hier werden auch die monatlichen Kosten abgezogen. Im Moment haben wir noch 85.000 Kohle rumliegen. Ah ja, und es gibt immer so Branchenneuheiten, die poppen immer so auf. Da stehen ganz lustige Sachen manchmal drin. Ja. Gut, ich habe es jetzt weitergeklickt, ohne zu lesen. Das werde ich in Zukunft... doch anders handhaben, glaube ich. So, jetzt gehen wir zum nächsten Spiel über. So, Rennsport hatten wir schon. Ich glaube, wir machen jetzt mal Wirtschaft. Das Genre noch. Simulation. Plattform. Im Moment der G64. Ja, da muss man sich auch so ein bisschen umdran gewöhnen, weil... Das sind natürlich nicht immer die Originalnamen. Man erkennt zwar meistens, was es sein soll, aber man muss beim Aussprechen halt darauf achten. So, eine Wirtschaftssimulation für den G64. Wie nennen wir die?
Wir hatten gerade den Sonntagsfahrer. Es wäre ja blöd, wenn ich jetzt schreiben würde, der Sonntagslagerist. Dann nennen wir das einfach mal Geld-Tycoon. Was man auch machen kann, wir machen da jetzt mal eine römische 1 dahinter. Man kann irgendwann auch Fortsetzungen von Spielen programmieren. Gut, also Engine ist ganz wichtig. Gameplay gehen wir mal zurück. Story und Quest, ja, ich hoffe, dass das so ausgeglichen ist. So, was hatten wir beim letzten? Ich glaube, da hatte man 10, 10. Ja, hier passt man noch ein bisschen die künstliche Intelligenz an. Hier seht ihr schon, die Kombination hatte ich schon mal und habe herausgefunden, dass Dialoge da nicht so wichtig sind. So, jetzt wollen wir mal schauen. Na, sieht noch ein bisschen dürftig aus. Hier wissen wir es natürlich nicht so. Sound interessiert mich da eigentlich nicht. Die Spielwelt sollte halbwegs in Ordnung sein. Grafik finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Naja, wir schauen mal, was wir bei rausging. So, bei Technologie haben wir schon die 11. Design kriegen wir jetzt auch die 11. Da seht ihr, da haben wir noch Bugs, die verschwinden jetzt langsam. Branchenneuheit. Gerüchten zufolge plant die japanische Firma Nintendo eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen. Nintendo ist bekannt für das sehr erfolgreiche Arcade-Spiel Dinkei King. Ja, ist klar, wer gemeint hat. Viele Branchenexperten bezweifeln zwar, dass Heimkonsolen ein Renner werden, aber wir sind gespannt darauf, was Nintendo liefern wird. So, die Bugs sind da oben verschwunden. Jetzt kommen noch, ja, 13, 13. Das sieht doch ganz gut aus. Neuer Rekord, genau. Ich habe jetzt mal auf Vorspulen gedrückt oder beziehungsweise einfach einen Klick, dann spult er das schneller ab. Auch das Spiel veröffentlichen wir jetzt und fangen gleich auch an, wenn die Spielbewertung vorbei ist, uns noch eine neue Kategorie zu erforschen. So, wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Geld Tycoon 1 erhalten. Na, jetzt bin ich gespannt. Zeigt Potenzial, sagt die Star Games. Wunderschön, sagt Informed Gamer. Unterhaltsam, sagt Game Hero. Und sehr gut, sagt All Games. Na, das nenne ich eine gute Bewertung. Wenn ich es richtig weiß, die höchste Bewertung, die man kriegen kann, ist 10. Ah, da sind wir mit 8 von 10 Punkten, beziehungsweise 7 und 6 von 10 Punkten, doch gar nicht so schlecht. Dafür, dass es unser zweites Spiel ist. So, jetzt wollen wir noch was erforschen. Die eigene Game Dev. Gut, das erforschen wir jetzt einfach mal. Die eigene Engine zu entforschen, dauert ein bisschen, braucht auch Geld und da sollte man schon ein paar andere Sachen erforscht haben. Das mache ich persönlich meistens erst, wenn ich die nächste Stufe erreicht habe und mir soll man Spiel, ja, mir erstellen Spielbericht über Geld Tycoon 1. Ja, 16.000, 17.000 Einheiten haben wir schon, 18.000 sind schon, haben wir schon verkauft. Das ist doch ganz gut. Mittlerweile haben wir auch 212 Fans. Und hier sieht er, hier hat er sogar drei Sachen gefunden. Und zwar Wirtschaft und Simulation ist eine großartige Kombination. Spielweltdesign scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Grafik scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Oh. Das heißt, ich habe mir einen kleinen Fauxpas erlaubt, aber wir haben schon 30.000, 20.000, ich übertreibe schon wieder, 20.000 Einheiten verkauft. Und wir haben wieder Branchenneuheiten.
Nintendo hat heute jüngsten Gerüchten bestätigt und die Veröffentlichung einer neuen Heimkonsole namens TES Anfang nächsten Jahres angekündigt. Die Konsole unterstützt Spielmodule und verfügt über einen einzigartigen Controller. Ja, das ist doch was. Wir starten gleich in unser neues Projekt. Rennsportwirtschaft hatte man schon. Ich glaube, wir machen mal Vampir. Das Genre Abenteuer, ich sag mal Rollenspiel. Und ja, nehmen den G64 wieder, weil er immer noch die höchsten Marktanteile hat. Das Spiel nehmen wir Vampir. Vampir Dungeon. Sollte ich Dungeon vielleicht groß schreiben? So? Ja, ich glaube schon. Okay, 2D-Grafik. Und jetzt mach dich ans Werk. So, die Engine. Die dürfen wir runterschrauben. Da stehen schon zwei Minuspunkte. Stories und Quiz und Gameplay lassen wir mal oben. Künstliche Intelligenz. Aber Dialoge sind, glaube ich, schon recht wichtig. So, 4-2 haben wir erst. 6-2, 6-3, 7-4. Sound ist nicht so wichtig. Aber die Spielweltdesign, die Grafik schrauben wir ein bisschen runter. Game Tycoon wurde vom Ma Geld-Tycoon, Game-Tycoon, ah. Lesen ist auch Glückssache. Geld-Tycoon 1 wurde vom Markt genommen. Es wurden 22.851 Einheiten verkauft und 159.992 Euro Umsatz erzielt. Ihr seht, wir haben noch 127.000 auf dem Konto. Das ist wunderbar. Oh, und da werden ordentlich Bugs eingebaut. Ihr seht, es ist auch noch nicht so toll. 9 zu 8, 9, 9. Unser letztes war, glaube ich, 13. Ja, ich gehe mal davon aus, das wird jetzt auch in den Bewertungen nicht so gut abschneiden. So, wir haben einen Levelaufstieg erreicht. Und zwar beim Leveldesign. Gut. Ja, Spiel veröffentlichen tun wir trotzdem. Und da ist auch schon die Spielbewertung. Ich bin gespannt. Ah, es hat seine Momente, sagt die Star Games. Erfüllt die Erwartung nicht ganz, sagt Informed Gamer. Hab schon Besseres gesehen, sagt Game Hero. Und wenig aufregend, sagt All Games. Ja, also das Spiel wird sich, denke ich mal, auch nicht so gut verkaufen. Darum wird es wahrscheinlich. Da müssen wir mal gucken, wo da unser Fehler war. Vielleicht haben wir irgendwas eingestellt, was nicht so gut lief. Ah ja, Auftragsarbeit. Hi, ich habe gerade Vampire Dungeon und ich habe gerade Vampire Dungeon. Gut, die Übersetzung müsste vielleicht auch noch ein bisschen überarbeitet werden. Und ich bin von ihrem Talent beeindruckt durchgespielt. Ah, ich habe gerade Vampir Dungeon durchgespielt und ich bin von ihrem Talent beeindruckt. Das durchgespielt gehört da hoch. Okay. Ich bin in der Auftragsvermittlung tätig und wir könnten Ihre Fähigkeiten gut gebrauchen. Wenn Sie jemals knapp bei Kasse sind, geben Sie mir Bescheid und ich schaue, ob ich ein paar Aufträge für Sie an Land ziehen kann. Gezeichnet Jason. So, okay. Okay, Vampir und Rollenspiel ist eine großartige Kombination. Engine scheint für diese Art von Spiel nicht wichtig zu sein. Gut. Ah, heute wurde die neue Plattform TES von Nintendo veröffentlicht.
Ah ja. Gut, wir hängen uns gleich an das nächste Spiel. Und ja, was machen wir? Evolution, Postapokalyptisch. Wir machen mal postapokalyptisch. Und ich glaube, Abenteuer hatte man noch nicht. So, ihr seht, wir haben jetzt hier drei Sachen zur Auswahl, nämlich den TES mit 38% Marktanteil, den G64 mit 36,3 Marktanteil und den PC mit 25,7 Marktanteil. Ja, da seht ihr auch die Lizenzkosten. Bei Sachen, die wir noch nicht benutzt haben, müssen wir einmalig Lizenzgebühren abdrücken. Das sind hier 80.000. Gut, postapokalyptisch und Abenteuer. Postapokalyptisch. Was nehmen wir dann? Max Adventures Mad. Oder? Ja, ich denke, das machen wir so. Gut, 2D-Grafik. Bald können wir, glaube ich, die 3D-Grafik. Okay, das Gameplay scheint nicht zu gut. Die Engine. Künstliche Intelligenz ist auch nicht so. Naja, Dialoge, naja, nicht ganz so hoch. So. So, mal schauen, ob wir da was Gescheites hinkriegen oder ob das auch wieder ein Griff ins Klo war. Bei der Punktzahl da oben bin ich nicht. Wir machen mal das Sound ein bisschen höher. Grafik ein bisschen runter. Und naja, wir probieren es halt. So, da sind wir auf jeden Fall schon mal über 10. 11 haben wir da. F6, naja, okay, F7. Ach. Ja, keine Bugs wieder reinbauen. Vampire Dungeon wurde vom Markt genommen. Es wurden 11.438 Einheiten verkauft und 80.108 Euro Umsatz erzielt. Doch wunderbar. So, jetzt aber fertigstellen. So, jetzt haben wir ein paar Levelaufstiege hinter uns. Wir selber sind auch im Level aufgestiegen. Gut, neues Spiel entwickeln. Nehmen wir das Game Dev. Simulation. Und den TES würde ich einfach mal sagen. So, Game Dev Simulation. Wie nennen wir das Spiel? Dev Simulator. Das ist. So. So, 2D-Grafik ist okay. Spielbewertung für Max Adventures Mad. Vier, ja. Wenig aufregend, sagt Star Games. Vier, okay, sagt Informed Gamer. Vier, nicht schlecht, aber auch nicht gut, sagt Game Hero. Und All Games sagt, naja. Gut. 4 ist natürlich unter Durchschnitt. Es wird sich wahrscheinlich auch nicht so gut verkaufen lassen. So. So. Ist immer schwierig, so die richtige Balance aus diesen drei Sachen zu finden. Dialoge können wir gleich runtersetzen. So. Nun gut, ich bin gespannt. Da haben wir schon 8 zu 8, 9 zu 9.
Das sieht schon besser aus. Grafik fahren wir mal hoch, Spielwelt-Design ein bisschen runter und Sound lassen wir so. Oh ja, 11, 12, 13, 13. Müssen wir noch da die Bugs abbauen sozusagen, dass er auch relativ schnell geht. Na, okay. 13, 13. Ein neuer Rekord. Das hört sich ja vielversprechend an. Spiel veröffentlichen und wir werden jetzt einen Spielbericht erstellen. Na gut. So, jetzt bin ich gespannt. Wir haben nämlich jetzt die ersten Bewertungen für unser neues Spiel Dev Simulator erhalten. Was sagt er uns denn da? Eine 8, sehr unterhaltsam, sagt Stargames. Wunderschön, sagt Informed Gamer. Game Hero sagt, Game Dev und Simulation ist eine sehr gute Kombination. Und All Games schließt ab mit ihrer Schwerpunkt auf Grafik, tat im Spiel sehr gut. Okay, das hört sich doch gut an. Wir erstellen schon mal ein... Ah ja, unser... okay. Also, unsere Analyse nach Verkaufsstart von Max Adventures Mad ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Postapokalyptisch und Abenteuer ist eine okay Kombination, also nicht hundertprozentig gut, aber auch jetzt nicht schlecht. Dialoge scheinen für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform-Genre-Übereinstimmung, Abenteuer, TS, schlecht, okay. Das heißt, Adventures laufen nicht allzu gut. Ja, es wurde auch schon vom Markt genommen und es wurden 8.893 Einheiten verkauft und 62.286 Euro Umsatz erzielt. Im Moment liegen wir im Plus mit 100.000. Das ist soweit ganz gut. Von dem Dev Simulator haben wir jetzt schon 20.000 Einheiten verkauft. Die vor kurzem veröffentlichte Spielkonsole TS von Nintendo ist ein Riesenerfolg. Die Verkaufszahlen haben die Erwartungen bei weitem übertroffen. Wie ein Kunde sagte, ich liebe die Spiele, die für Tests erhältlich sind und das Spiel mit einem Controller macht viel mehr Spaß als mit der Tastatur. Gut. Wir gucken mal in die Forschung und investieren mal ein bisschen in neue Gebiete, also in neue Themen. Dass uns die Themen für die Spiele nicht ausgehen. Weil wenn man zu oft das gleiche hintereinander macht, dann sind die auch not amused. Forschung beendet. Jagd erfolgreich erforscht. Gut. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich erforsche die eigene Engine. Das geht sogar diesmal relativ fix. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Gut, Dev Simulator wurde vom Markt genommen. Es wurden 29.387 Einheiten verkauft und 205.744 Euro Umsatz erzielt. Na, gerade eben hatten wir so ziemlich genau 100.000. Jetzt haben wir schon 225.000. So, neue Forschung. Jetzt kriege ich einen Schluck auf. Neue Forschung ermöglicht. Ich werde jetzt gleich den Mono-Sound erforschen. Immerhin. Ist ja schon mal ein Riesenschritt. Wir spielen jetzt schon noch nicht ganz zwei Jahre. Ein Jahr, 12 Monate und 3 Wochen. Mono-Sound erforscht. Jetzt müssen wir allerdings erstmal wieder ein Spiel entwickeln. Und das Thema machen wir Jagd.
Das Genre nehmen wir Simulation und die Plattform. Tja. Die TES ist momentan halt unübertroffen. Und nennen das Ganze dann Hunter's Quest. So, weiter, zweite Grafik. Fängt ja schon mal gut an. Branchennews. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass sich aufgrund der zunehmenden Angebots an Spielkonsolen auch ein Markt für spezialisierte Spiele entwickeln wird. Einige Spielkonsolen werden bei jüngeren Spielern immer beliebter, während andere auf ältere Zielgruppen ausgerichtet sind. Da immer mehr Entwickler auf den Markt dringen, erwarten wir, dass Entwickler in Zukunft zielgruppenspezifische Spiele anbieten werden, um wirklich erfolgreich zu sein. Ja, das werden wir dann natürlich auch machen. Neue Forschung verfügbar. Zielgruppe. Aber jetzt müssen wir erstmal unser Hunter's Quest hier fertig machen, dass wir mal vorankommen. So, Erinnerung, Engine. Vergiss nicht, spezial gefertigte Spielengines zu entwickeln. Es wird deine Spiele um einiges verbessern. Du kannst mit dem Aktionsmenü deine eigene spezielle Engine erstellen, sobald du eigene Engines erforscht hast. Das habe ich ja nun schon getan. Künstliche Intelligenz, setzen wir ein Stückchen hoch, nicht weit. Dialoge sind nicht so wichtig. Level Design ist, denke ich, eher wichtig. So, jetzt gucken wir mal. Erreichen wir überhaupt die 10? Na, da haben wir schon die 10 erreicht. Spielweltdesign ist nicht so gut. Hoffen wir, dass das eine gute Idee war. So, jetzt haben wir überall schon mal 10. Branchenneuheiten. Nach dem massiven Erfolg der TES-Konsole gehen Gerüchte um, dass auch Fenner, ein anderes japanisches Unternehmen, eine eigene Heimkonsole auf den Markt bringen wird. So, da haben wir 14, 13. So, jetzt müssen wir das noch alles runterkriegen. Dann machen wir Fertigstellen und wir müssten mit 14 einen neuen Rekord aufgestellt haben. Gut, auch dieses Spiel wird veröffentlicht. Und wir erstellen ein Spielbericht. Ja, wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Hunter's Quest erhalten. Da bin ich ja mal gespannt. Ich liebe es, sagt Star Games. Gutes Spiel, sagt Informed Gamer. Game Hero bezeichnet es als nette Erfahrung. Und All Games sagt unterhaltsam. Da haben wir doch wohl den Großteil, glaube ich, richtig gemacht. Das ist auch gut so. So, unsere Analyse nach Verkaufsstart von Hunter's Quest ist beendet. Wir haben folgende Resultate erhalten. Jagd und Simulation ist eine großartige Kombination. Künstliche Intelligenz scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform, Genre-Übereinstimmung, Simulation, TES ist okay. Ja, das war's schon. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter, aber das seht ihr erst in der nächsten Folge. Let's play Dev Tycoon.